Herr Dr. Rücker, Sie haben an der Uniklinik Rostock, kann es auch so schön kurz sagen, ganz unabhängig von den Entwicklungen der Björn-Steiger-Stiftung, eine Studie über Babynotarztwagen gerade abgeschlossen. Sie haben also unterschiedlichste Fahrzeugmodelle gegeneinander getestet, unter anderem auch unseren neuen Felix. Und welche Ergebnisse haben Sie bekommen und was war letztendlich die größte Überraschung für Sie? Nun, wir sind mit den drei Testfahrzeugen auf die Daimler-Benz-Teststrecke gefahren und haben Vollbremstests durchgeführt. Männer finden sowas klasse. Ich denke, das Publikum weiß, wovon ich rede. Bei 2, 3 Vollbremsungen ist das noch ganz lustig, aber wir haben über 100 Vollbremsungen durchgeführt. So bei einer 50, 60. fanden wir es dann nicht mehr lustig. Aber in der Tat war es so, dass wir festgestellt haben, dass bei den hervorragenden Bremssystemen, die mittlerweile auf dem Markt sind, sich der Bremsweg halbiert. Und die Kraft muss irgendwo hin. Wenn das Kind im Inkubator liegt und lose dort drin liegt, wird sich das Kind bewegen, wenn Sie eine Vollbremsung machen. Das weiß jeder, der schon mal irgendeinen Ball oder irgendeine Flasche im Auto hatte, der weiß, dass einfach diese Flasche dann wie ein Geschoss dann einfach wirkt. Das haben wir probiert und haben das ausgemessen. Wir haben einen speziellen Dummy, wir werden das wahrscheinlich gleich dann sehen, und haben das einfach mal getestet. Und mittels dieses Dummies, das ist die kleine Willi, die wiegt 3500 Gramm, die haben wir extra konstruiert für diesen Zweck. Die ist mit, wir kommen ja von der Nordsee, Rostock, wir sind alles Angler und Bootsfischer mit Tauchgewichten und mit kleinen Bleigewichten vom Angeln so austariert, dass sie dem normalen Säugling entsprechen, und haben dann mal ausprobiert, wie viel G da aufdrehen. Das sind 10 G, das ist immer die doppelte Kraft eines Astronauten beim Abheben, tritt auf, wenn sie eine Vollbremsung bei 50 Stundenkilometer machen. Und da können Sie sich vorstellen, was auf diesen kleinen Säugling 700, 800 Gramm zukommt, wenn der mit 10 G praktisch in den Weltraum fliegen will mit doppelter Kraft. Das wird Schäden machen und da muss man was dagegen tun. Was wird dagegen getan? Man wird das System natürlich versuchen, so zu machen, dass der Säugling möglichst nicht rutscht. Das kann man mit vielerlei Methoden machen. Man kann die Kinder einpacken, man kann Dämpfer reinpacken. Und das wurde im Säuglingsnotarztwagen realisiert. Und damit ist gewährleistet, dass das Kind möglichst in Position bleibt. Sie können nicht ganz vermeiden, dass das Kind minimal rutscht. Das wird einfach passieren, wenn große Kraft auf das Kind auswirkt. Aber Sie können mindestens mal dafür sorgen, dass die Kraft, die dort auftritt, von 10 G immerhin auf 1,5 G runtergeregelt werden kann. Wir sagen, G war nochmal die Erdumlaufbeschleunigung. Die Erdbeschleunigung, ganz Erdbeschleunigung. Genau. So. Das heißt, Sie haben aber Positives herausgefunden und sind von unserem Felix begeistert. So richtig habe ich diesen Satz noch nicht gehört. Ich würde es aber gerne hören. Ja. Oder mit Einschränkungen. Oder nein, sagen Sie, ist es das beste System, was wir heute präsentieren? Überhaupt nicht. Das ist das beste System, das muss man ganz klar sagen. Und ich muss einfach nochmal auf das Längs- und auf das Querfahren zu sprechen kommen. Denn Sie können sich vorstellen, Sie fahren mit einem Fahrzeug und haben Längstransport. Jetzt fährt ein Fahrzeug für einen Chat einfach ein, weil es nicht die Blaulichter gehört, weil die Musik laut war oder irgendetwas war, was der nicht wahrgenommen hat, dass der kleine Notarztwagen hinter ihm her ist. Und dann muss er in die Vollbremsungssituation eintreten. Wenn Sie längs fahren, wird das Kind mit dem nicht knöchernen Schädel einfach gegen die Vorderwand einfach anprallen. Das wird den Schädel zerstören bei einem Kind. Das muss man einfach verstehen. Und wenn man mit dem Fahrzeug fährt, wo die Trage oder das Baby quer im Prinzip im Fahrzeug drin liegt, wird sich das Kind zunächst drehen, wird aber dann ganz zart, wenn man es gut einpackt, gegen die Wand gedrückt werden, aber es wird sich die ganze Kraft auf das ganze Baby ausüben und nicht punktuell auf den Kopf, der höchst gefährdet ist bei solch einer Situation. Und daher müssen wir uneingeschränkt sagen, das kann man sagen, dass nur der Quertransport in einigermaßen Schutz in so einer Situation ist, das Kind überleben zu lassen, wenn eine Krisenbremsung durchgeführt werden muss. Also wir können uneingeschränkt sagen, das ist das Beste, was man einfach heute erhalten kann auf dem deutschen und auf dem Weltmarkt, was Technologie für Babytransport einfach angeht. Sehr gut. Damit unterstützen Sie die Meinung, die hier schon vielfach geäußert wurde, und auch explizit nochmal das, was Dr. Siegel vorhin gesagt hat.